Bei TTIP stört mich am meisten die mangelnde Transparenz und bei CETA stört mich am meisten, dass man soziale und ökonomische Standards verrät. Ich bin hier, weil ich schwanger bin und ich kenne doch, was passiert in unterschiedlichen Ländern, wenn es solche Handelsverträge gemacht werden. Die Bauern leiden darunter, die Mittelschicht leidet darunter und die Reichen machen sich einfach nie immer wieder die Taschen voll. Weil ich die fragwürdigen Investitionsschutzregelungen ablehne. Um für den Erhalt der kulturellen Vielfalt in Deutschland zu demonstrieren. Weil ich finde, dass weder CETA noch TTIP in irgendeiner Form demokratisch verhandelt sind.